Einen wundervollen guten Tag, ihr Couchos, zur nächsten Folge Pokémon Trainer Challenge. So, wir heilen uns erstmal. Und ich mache einfach mal direkt zum Anfang die Ankündigung. Morgen gibt es bei mir keine Folge, sondern morgen gibt es nur eine bei Shigo. Und ja, dementsprechend schaut doch alle mal bei der liebenswürdigen Shigo vorbei. Und gönnt euch die Folge da dann morgen. Allerdings ist das auch gleichbedeutend damit, dass ich mein Pokémon heilen darf. Das haben wir vereinbart. Okay, wir setzen eine Folge aus. Also dürfen wir auch unsere Pokémon heilen. Weil ich meine, ich setze dann eh eine Folge aus. Und das darf man dann damit verbinden. Das finde ich ganz gut. Denn so haben wir unser Psycho-Pokémon wieder. Das heißt, ich werde mit dem dann auch erstmal so gesehen weitermachen. Ja. Ja, mach du mal deine Attacken. Ich glaube, viel Schaden wirst du mir nicht machen. Du kannst auch gerne feuern. Ich bin dafür, du benutzt Feuer. Ich glaube, Feuer ist nämlich mega effektiv gegen Kiesling. So, eine Attacke sollte noch reichen. Es sei denn, das macht irgendeine Statusveränderung. Ne, macht's nicht. Macht das Schlecker eine Statusveränderung? Kann mir das einer beantworten? Ich meine mich irgendwie daran erinnern zu können, dass Schlecker eine Statusveränderung macht. Ich weiß aber nicht warum. Wie gesagt, aus irgendeinem Grund meine ich in Erinnerung zu haben, dass Schlecker eine Statusveränderung macht. Was geht hier eigentlich mit diesen ganzen Vorschülern? Oh Gott, das ist natürlich weniger gut. Da werde ich einfach mal direkt wechseln, weil... Das wollen wir nicht riskieren. Da kann ich auch Serpifeuer einnehmen. Ist dann sowieso effektiv dagegen. Aber hätte ich mir natürlich denken können, dass hier sowohl Feuer, also wenn die eine Feuer hat, dann wird der andere irgendwie Wasser haben. Hätte man sich denken können. So, Kratzer. Ja, das sollte nichts machen. Wie man, die sind eh nur Level 10. Im Zweifel hätte ich das sogar mit meinem, hätte ich das sogar mit Kissen geschafft, ey. Wunderbar, vielen Dank. So, und im Sandkasten liegt etwas, hattet ihr gesagt. Hm? Hat ihr nicht gesagt, im Sandkasten liegt was? Irgendwer hat gesagt, im Sandkasten liegt was. Hier liegt gar nichts. Na toll. Ihr habt mich angelogen. Das finde ich nicht sehr nett von euch, mich hier anzulügen. Gut, ich lasse... Im Zweifelsfall habt ihr mich nicht angelogen. Ich habe das Ding übersehen oder so. Da die bis jetzt weder Feuer noch Pflanzenattacken benutzt haben, bleibe ich jetzt einfach mal gerade bei Kiesling. Auch auf die Gefahr hin, dass der jetzt Rankenhieb hat. Ich meine, ich darf ja diese Folge sowieso wiederbeleben, von daher, ja. Wundervoll, sogar ein Volltreffer. Optimal. So können wir schön Kiesling leveln. Kiesling, habt ihr ja schon gesagt, werde ich nicht die letzte Entwicklungsstufe mitbekommen. Natürlich ein bisschen schade. Aber ihr habt auch gesagt, dass Kiesling sehr gut ist. Und von daher werde ich Kiesling auf jeden Fall weiterhin benutzen. So ist hier drüben eigentlich auch noch... Ne, mit dem hatten wir schon gesprochen. Haben wir hier drin noch was? Guten Tag. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension geholt. Es hat neue Attacken gelernt. Seit ich es dort abgegeben habe, man muss aufpassen, das Pokémon können höchstens 4 Attacken lernen. Das könnt ihr mir einfach mal schreiben, ob ich irgendeins meiner Pokémon hier lassen soll. Einfach ob so für später oder so. Das schreibt mir doch bitte wirklich mal in die Kommentare, ob sich das wohl lohnt, wenn ich da ein Pokémon abgebe. Das fände ich mega, mega nützlich, die Information. Und irgendjemand hatte geschrieben, dass es in der Pension einen Computer gibt. Den habe ich nicht gesehen. Ja, vielleicht war ich auch blind, aber das war eben nicht ersichtlich für mich. Was ich übrigens eben extrem fies fand, dass ich diesen Vorschulkindern Geld abgenommen habe dafür, dass ich gegen sie gewonnen habe. Einmal Elektro, da sollten wir mit Kiesling ja auch keinerlei Problem gegen haben. Kiesling ist schon relativ stark. Ich meine, klar, wenn ich auf Feuer oder Wasser treffe,
wird schwierig. Aber alles andere? Also hier so ein Normal-Pokémon oder... Oder auch Elektro oder Feuer kann mir ja einfach gar nichts anhaben. Das ist ganz cool. Ich meine, ihr habt ja nicht umsonst gesagt, dass dass Kiesling stark ist. Und ich muss gleich unbedingt dran denken, das hattet ihr mir auch gesagt, dass ich ihm hier den Stein wegnehme. Weil er wohl irgendeinen Stein hat, womit er sich nicht entwickelt. Item nehmen. Ja, der Ewigstein, genau, da hattet ihr schon gesagt, dass wenn er den in der Hand hat, dann entwickelt er sich nicht. So, was haben wir gefunden? Gegengift, okay. Ob das ein Zeichen dafür ist, dass ich jetzt hier Gift-Pokémon finde? Huh? Du hast gar nicht zu mir geguckt, Sharon. Kunran, halt! Siehst du das dunkle, hohe Gras dort? Ab und zu kommt es vor, dass man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig stößt. Sei daher besonders vorsichtig, wenn du dich in das dunkle, hohe Gras begibst. Also, ich mache mich dann mal auf den Weg nach Serpana City. Habe ich das richtig vorgelesen oder hieß das Ding anders? Das ist ja cool. Hi. Wir werden jetzt erstmal den Weg ganz normal ablaufen und die ganzen Kämpfe machen. Danach werde ich hier gucken, ob ich hier irgendwie... Ich werde wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen trainieren, bevor ich in die nächste Arena gehe. Und, mal gucken. Ich weiß ja noch gar nicht, was die nächste Arena hat. Also welche Art Pokémon da unterwegs sind. Ich meine, das ist ja dann... Die einzige, wo es vorher... Also wo es davon abhing, was für ein Pokémon ich habe, ist ja die erste Arena gewesen. Die nächsten sind dann ja... Ja, sind ja fest vorgeschrieben. Von daher... Oh Gott, wie war das? Oh Gott, das hat ziemlich viel Schaden gemacht. Ich könnte es jetzt behalten. Aber das lassen wir. Wir gehen jetzt auf Yorklef. Und machen die mit Yorklef noch fertig eben. Was Yorklef und hier... mein anderes Normal-Pokémon angeht, wart ihr euch ja irgendwie nicht richtig einig, was jetzt irgendwie sinnvoll ist zu behalten. Ich glaube, ich werde meinen Yorklef behalten, weil ich Yorklef einfach irgendwie cool finde. Ihr seid da ja wirklich geteilter Meinung. Und von daher... So, ja, Felswurf möchte ich bitte lernen. Ich würde sagen, wir verlernen Härtner. Ja, verlernen Härtner. Felswurf wird wahrscheinlich eine Bodenattacke sein, mit der ich einen Felsen werfe. Gehe ich mal fest davon aus. So, wie sieht es mit meinem Geld denn aus momentan? Kann ich das sehen? Wahrscheinlich, wenn ich in den Beutel gehe, oder? Nein, ich wollte mich nicht bewegen. Wo sehe ich denn, wie viel Geld ich habe? Egal, ich habe gerade überlegt, ob ich meinen Kiesling heile. Aber wir tauschen es einfach aus. Wir nehmen Kiesling einfach mal weg. Ich werde sowieso ein bisschen tauschen müssen. Und dann setzen wir mal Dusselgur dahin. Mit dem werde ich zwar nicht groß kämpfen können, aber... Oh, guck mal, da unten liegt was. Was haben wir hier? Ein Superball, nice. Wenn wir so schön weiter Pokébälle finden, muss ich ja kaum was fangen. Mann, ich werde sowieso wenig fangen müssen. Das ist ja das Schöne. Also irgendwie finde ich den Namen Dusselgur ziemlich cool. Also ich habe keine Ahnung, was hier irgendwie. Ich habe nur Windstoß als Angriff, sehe ich gerade. Das redet. Heuler war doch Angriff reduzieren, oder ja? Wollten wir jetzt nur aufpassen, nicht, dass das Ding jetzt hier irgendwie ein paar Mal Silberblick benutzt. Und ich dann auf einmal ohne Verteidigung dastehe und dann mein Pokémon instant verliere. Weil ich will eigentlich zum Ende der Folge. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie wir es vereinbart hatten, ob man, wenn man heilt, sofort aufhören muss oder ob das am Ende der Folge war. Das weiß ich gerade nicht mehr genau. Und deswegen mache ich es jetzt einfach so, dass ich am Ende der Folge werde ich meine Pokémon wiederbeleben. Und damit ist gut. So, was hast du denn? Du hast zwei Pokémon, das heißt, die werden im Zweifel zwar ein bisschen niedriger sein, gehe ich von aus. Oh, Level 12. Nee, gegen Level 12 würde ich Dusselgur auf gar keinen Fall draußen lassen. Aber gegen Level 12 dürfte es auf jeden Fall
direkt einen Level abbekommen. Ach komm, nehmen wir einfach Ordo raus. Rein. Der müsste das ja eigentlich gut wegtanken. Wobei ich da wahrscheinlich sogar mein Kiesling benutzen könnte. Gehe ich von aus. Ja, ja, scan du mich mal. Das hilft dir auch nichts. Ach nein, das Scan. Das war ja, dass man. Oh shit, nein, das ist schlecht. Das ist schlecht. Gut, ich habe nur zweimal getroffen. Mit Heilung werde ich mich wahrscheinlich ja selbst heilen, gehe ich mal von aus. Jetzt ist Heilung fehlgeschlagen, wirklich. Oder ist Heilung Statusveränderung? Oh, das kann natürlich auch sein, dass Heilung Statusveränderung ist. Und jetzt mache ich wieder keinen Schaden mehr, sehe ich das richtig? Gottes Willen, ey. Wobei Yorkliff müsste ihn eigentlich fertig machen. Sehr gut, okay. Jetzt machen wir mit Yorkliff einfach fertig, weil das dauerte mir gerade zu lang. Och, wirklich jetzt? Das ist doch sinnfrei, ey. Wenn er hier die ganze Zeit dieses komische Scan macht und sich die ganze Zeit vor jeder Attacke schützt. Das wäre schon ziemlich nervig jetzt gewesen. So, Yorkliff wird dann jetzt auch noch ein Level abbekommen, das ist auch gut. Weil prinzipiell, ich brauche Yorkliff ja auch hoch. Es ist, am Ende ist es ja auch egal, mit welchen Pokémon ich den Arenaleiter schaffe. Wenn ich am Ende mit Yorkliff alles schaffe, meine Güte, dann habe ich halt mit Yorkliff alles geschafft. Und das werde ich nicht schaffen, weil für manches werde ich einen anderen Typ brauchen, aber es kann ja auf jeden Fall nicht schaden, Yorkliff hier so hoch wie möglich zu haben. So, wunderbar. Alles klar. 7 Minuten haben wir auch noch. Oh, Yorkliff, nice. Yorkliff entwickelt sich. Hat Yorkliff 2 Entwicklungsstufen, also 3 so gesehen, oder ist das schon die Finale? Ach, jetzt muss. Ich dachte, ja, Yorkliff entwickelt sich. Das ist schön, dass er das tut. Und dann passierte nichts. Ich war gerade hart verwirrt. Und aus Yorkliff wird. Ein Terrybark. Alles klar. Ich fand, Yorkliff sah irgendwie fürchteinflößender aus als dieser Hund hier mit seinen Federn auf dem Rücken. Wie sieht das lebensmäßig aus? Dusselgur hat, glaube ich, noch relativ. Ja, Dusselgur hatte ich direkt ausgewechselt. Einmal Aufwecker. Shit. Eigentlich wollte ich jetzt hinter dem mal eben durch, weil ich gerade echt am Überlegen bin, was ich mache. Okay, mit. Hat er wohl schon Elektroattacken? Wobei aber Windstoß wird halt einfach gar nichts gegen ihn machen. Von daher, eigentlich dürfte. Und er dürfte nichts gegen Kiesling machen können. Von daher nehmen wir jetzt Kiesling. Und hoffen mal, dass jetzt nicht irgendwie was ganz Fieses kommt. Ja, er macht den Gnadevorgang. Mit Elektro kann er mir sowieso gar nichts. Das ist super. So, und ich gehe mal davon aus, dass Felswurf Schaden macht, oder? Wehe, Felswurf macht jetzt keinen Schaden. Nice. Wundervoll. Ah, Felswurf. Ah, Felswurf mache ich mehrfach. Okay. Alles klar, gut zu wissen. So, das hier sieht mir doch stark danach aus, dass wir jetzt ins nächste Gebiet kommen. Also in die nächste Stadt. Och, na bitte. Oh Gott, kein Kampf. Komm, mir nach. Bitte kein Kampf jetzt gegen Shiren. Wenn du hier schnurstracks weitergehst, findest du das Pokémon Center. Oh, wo wir gerade dabei sind. Hier, vielleicht hilft dir das ja weiter. Eine Marronbeere. Okay, vielen Dank. Gib diese Marronbeere einem deiner Pokémon und es wacht sofort wieder auf, wenn es von einem Gegner in den Schlaf gelullt wird. Und jetzt noch ein kleiner Tipp.
Die Arenaleiterin von Serpania City, Septerna City, kämpft mit Pokémon vom Typ Normal. Wenn du mit Kampf-Pokémon gegen sie in den Ring steigst, hast du also ganz eindeutig die Nase vorn. Das haben wir nicht, aber wir haben Gestein-Pokémon. Und ich glaube, auch mit meinen Gestein-Pokémon werde ich da ganz gut fahren. So, ich denke, ich werde dann übrigens, wenn ich dann jetzt gleich wiederbelebe und mein Psycho da mitnehme, mein Nagelotz hier lassen. Ich denke, das werde ich tun. So, ich will jetzt als erstes kurz mal den Typen draußen noch besiegen. Da stand hier noch ein Kind, das gerne kämpfen wollte. So, und davor reden wir mal kurz. Oh, du, sag doch mal, wo spielst du eigentlich lieber, drin oder draußen? Ganz eindeutig draußen, ich bin immer an der frischen Luft. Ah, alles klar. Dann sag mir doch auch noch, ob du dich eher für Dinge interessierst, die jeder weiß oder solche, die niemand kennt. Natürlich, die niemand kennt, das ist viel spannender. Echt? Das finde ich toll. Du bist aber ziemlich neugierig. Naja, hätte ich doch nur mehr Pokébälle gekauft. Dann bin ich durch den Lappen gegangen. Okay. So, jetzt kämpfen wir, wie gesagt, eben noch gegen den Kleinen hier. Der fehlte noch. Und dann kann ich auch nochmal dran erinnern, wie gesagt, morgen nur eine Folge bei der Shigo. Und am Sonntag geht es dann ganz normal abends weiter mit, ja, bei uns. Ja, okay, da werde ich keine Chance haben mit Dudugur. Pokémon. Machen wir mal Kiesling oder Serpifeu bräuchte eigentlich auch noch Leveln. Wie gesagt, Nagelotz werden wir gleich austauschen. Stopp. Die Arena werde ich hauptsächlich, denke ich, mit Kiesling machen. Einfach weil, ja, die normalen Attacken keinen Schaden machen werden gegen ihn. Weiß gar nicht, Felsen, Stein ging das gegen Flug? Ich glaube, Boden war gegen Flug sinnfrei, wenn ich mich nicht irre. Aber Gestein war gut. Okay. Das sah doch gut aus. Dann machen wir jetzt noch einen Tackle, das reicht hoffentlich. Ja, ja, setz du mal meine Verteidigung runter. Nein, das reicht natürlich nicht. Oh, bitter. Das kostet einfach Zeit. Ich denke, ich werde danach jetzt auch gleich die Folge beenden. Also wir gehen gleich noch ins Pokémon Center, heilen eben und dann beenden wir die Folge. Dann könnt ihr mir ja in den nächsten 2 Tagen mal vorschlagen, wie weit ich leveln soll. Nice, wir haben Ruckzuckieb erlernt, das ist auch gut. Und, jetzt haben wir auch Gestein. Da werden wir wechseln. Und Serpi vollbringen. Wie gesagt, sagt mir doch mal, was ich wie hoch leveln soll am besten für die nächste Arena. Ich meine, ich will sowieso so ein bisschen versuchen, gleichmäßig zu leveln. Aber, also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass ich mein Kiesling leveln sollte am besten. Weil, wow, das ist sehr effektiv, aber macht keinen Schaden. Super. Na komm. Ich denke, wie gesagt, ich gehe davon aus, ich sollte mein Kiesling leveln, weil das merken wir ja, dass das gegen normal ziemlich gut ist. Boah, wirklich. Ja, viel mehr Verteidigung kannst du bald nicht mehr haben. Komm schon. Boah. Ja, wir machen jetzt hier also einen auf Safcon. Wie viele von euch kennen eigentlich diese Pokémon-Folge, wo Ash mit Safcon gegen Safcon gekämpft hat? Das dürfte doch bestimmt vor der Zeit von einigen liegen, oder? Liege ich da falsch? So. Kiesling wurde besiegt, das ist gut. Optimal Serpifeu ist auch kurz vor Level 14. Und ja, dann gehen wir jetzt noch eben ganz fix zurück. Und ja, wie gesagt, einmal bitte schreiben, was ich wie hoch leveln soll, mit was ich dann entsprechend antreten soll. Und ja, dann war es das ja eigentlich schon. Und ob ich irgendein Pokémon in die Zucht geben soll. Das wäre gut zu wissen. So, das noch. Pokémon bewegen, hattet ihr auch gesagt, soll ich machen.
Nein, da wollte ich hin. Bewegen. Hä? Wie bekomme ich das jetzt in mein Team? Ach da, Team. Und dafür wollte ich rausnehmen dich. Gut. Dann heilen wir jetzt noch schnell. Und ja, dann bedanke ich mich jetzt einfach schon mal fürs Zusehen. Bin sehr gespannt auf eure Tipps und Hinweise, die ihr mir hinterlasst. Und ja, wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende. Und ja, bis Sonntag. Haut rein!